Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir packen gerade unsere Sachen. Wir wollen nämlich heute nochmal zu einem anderen Wasserfall fahren, aber der ist übel versteckt. Und ich habe gerade irgendwie eine halbe Stunde gegoogelt, bis ich den mal gefunden habe. Und schaut euch mal das Wetter an. Es ist schon wieder verdammt perfektes Wetter. Es ist richtig nice. Und ja, ich lade immer noch mein Video hoch. Das hat gestern Nacht irgendwie nicht geklappt. Voll beschissen. Aber in einer Stunde oder so ist es wahrscheinlich hochgeladen. Hoffe ich zumindest. Ich lasse mein Handy jetzt hier und lasse es hochladen. Und ja, wir fahren dann jetzt eigentlich auch schon los. Der Rollersitz ist so heiß, Leute. Ich habe mir gerade so den Arsch verbrannt. Unglaublich. Wir sind angekommen, Leute, und schaut mal, so sieht der Parkplatz hier aus. Richtig krass, hier ist nichts los. Und ja, wir laufen jetzt hier, wir sind ein bisschen in den Bergen und wir laufen jetzt hier runter. Und ich glaube, das könnte ganz schön werden, die Wanderung. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen und schaut euch mal das an, Leute. Es sieht so krass geil aus und von der Brücke kann man reinspringen oder auch von hier. Und ja, ich frage mich immer, warum sind solche Plätze, warum ist keiner hier? Warum sind wir die Einzigen? Es ist komplett leer, schaut euch das an. Keiner hier. Und da hinten steht noch ein Schild. Eintritt 30 Peso. Aber an wen sollen wir die bezahlen? Da ist nicht mal jemand da, der den Eintritt kassiert. Richtig cool. Und ja, irgendwie habe ich ein bisschen Schiss, da reinzuspringen. Keine Ahnung warum, aber hier ist halt irgendwie nichts los. Keine Ahnung, ist so merkwürdig. Ich hatte keinen Bock, mein Stativ mitzunehmen. Und schaut mal an, wie unprofessionell ich hier meine Timelapse aufnehme. Ich habe irgendwie Angst, dass die Kamera runterfallen könnte. Naja. Wird es aber schon nicht. Und jetzt wollen wir vielleicht mal hier von der Brücke ins Wasser springen. Sollen wir das machen? Nein, ich weiß nicht. Leute, wir sind wieder auf dem Rückweg und wir waren einfach knallhart 3-4 Stunden da unten bei dem Wasserfall und es kam keine Menschenseele. Wir waren komplett alleine die ganze Zeit und jetzt laufen wir gerade hier wieder durch den Dschungel hoch zu unserem Roller und ja, wir haben beide extrem Hunger. Wir haben heute nämlich auch noch nicht richtig was gegessen und es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt, hierher zu kommen. Es war ein bisschen schwieriger, das zu finden und auch hier den Wanderweg zu finden, aber die Arbeit lohnt sich. Schaut mal, Leute, allein die Aussicht von dem Wanderweg zum Wasserfall ist einfach so geil. Hier unten ist alles voll mit Palmen. Und ja, hier sind überall so Hügel. Die sehen auch richtig cool aus. Und morgen wollen wir auf jeden Fall auf einen da hoch. Und schauen wir mal, ob man von dort dann das Meer sehen kann. Das wäre bestimmt mega die geile Aussicht, wenn es geht. Ich weiß es aber nicht. Gucken wir morgen. Wir sind wieder zurück auf dem Roller. Und schaut mal, hier ist Mrs. Piggy. Hey! Wir sind gerade noch mal kurz im Supermarkt und schaut mal, hier kostet eine Flasche Rum mit 65% Alkohol, glaube ich zumindest,
32 Peso und 75 weiß der Geier was. Und das sind irgendwie 70 Cent. Das finde ich persönlich sogar echt schon zu billig, Leute. Das kann es eigentlich nicht sein, oder? Wir sind jetzt Abendessen, Leute. Und ich habe mir hier so ein bisschen Barbecue-Chicken bestellt. Es kommt gerade da hinten von dem Grill runter. Und wir kriegen hier irgendwie noch Servietten und Schabe. Thank you so much. Thank you. Und ja, ein Bier gibt es auch noch. 1 Euro Bier. Sehr nice. San Miguel übrigens, mega. Und die kleine Samantha hat sich ein Beef-Schnitzel bestellt, auch mit Reis. Sieht auch gut aus. Guten Appetit. Wie war das Essen? Richtig, richtig gut. Ja? Meinte auch. Wieder zurück im Bungalow und jetzt könnte ich mich gerade echt aufregen, weil ich das Video von gestern nochmal neu hochladen muss und jetzt 1,5 GB Datenvolumen verschwendet habe. Nur weil die Video-Vorschau, die hat nicht funktioniert. Ich habe immer ein neues Bild hochgeladen, es ging nicht. Hat es einfach nicht angezeigt und kam halt immer nur diese Fehlermeldung. Und ohne Bild wollte ich es nicht hochladen. Naja, jetzt muss ich das nochmal machen. Aber wir gehen dann jetzt eigentlich auch schlafen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich morgen auf unserer mega geilen Wanderung wieder. Guten Morgen, Leute, wir sind gerade aufgestanden und schaut mal, wir haben schon wieder fast perfektes Wetter, ein bisschen bewölkt, aber das ist, glaube ich, ganz gut für unseren Sonnenbrand. Und ja, gerade eben habe ich hier noch ganz gechillt alle Kommentare vom letzten Video beantwortet, was ich auch schon ewig nicht mehr gemacht habe. Und ja, der Plan für heute ist, wir wollen zu so einem kleinen Berg, also der ist 1000 Meter hoch, der größte Berg dieser Insel. Und ich glaube, das könnte ganz gut werden, weil ich habe mal vorhin Bilder angeguckt, wie es von oben aussieht. Und das war echt nicht schlecht. Oh, und ich würde sagen, es geht los. Schaut mal, Leute, ein Schwein. Wir sind schon eine Stunde unterwegs, Leute, und dann ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass wir, oder eher gesagt ich, die ganze Zeit in die falsche Richtung gefahren bin. Aber jetzt müssten wir umdrehen, aber wir nehmen eine andere Strecke zurück. Und schaut euch mal das an. Wir fahren jetzt hier so über die Berge und es sieht so geil aus. Aber wir müssen jetzt leider irgendwie 50 Kilometer zurück über die Berge und der Berg, den wir besteigen wollen, der ist irgendwo ganz da hinten. Irgendwie gibt es den Namen, den ich gegoogelt habe, zweimal hier auf der Insel. Richtig scheiße. Ich hatte gerade echt schon Angst, dass wir keinen Sprit mehr haben bald, weil wir nur irgendwie auf so einer Landstraße unterwegs sind. Aber wir haben jetzt hier eine Dame gefunden, die hat mega viel Sprit. Richtig, richtig nice. Wir sitzen jetzt schon fast 4 Stunden hier auf dem Roller und fahren einfach hier durch die Prairie. Und ja, wir haben jetzt noch 10 Kilometer vor uns, bis wir endlich am Track angekommen ist. Und dann ist jetzt auch gleich schon 4 Uhr nachmittags. Und ihr geht's gerade nicht so gut, weil ihr Popo wehtut vom vielen Rollerfahren. Ich sehe schon die ganze Zeit am Nörgeln. Sagst nix, gell? Doch, dass ich dich hasse. Na, sie hasst mich dafür, mal wieder. Ja, und schauen wir mal, ob wir dann wenigstens noch den Sonnenuntergang von dem Berg anschauen können. Das wäre auch, glaube ich, auch ganz nice eigentlich. Schaut euch mal an, über was für Straßen wir hier drüber fahren. Das ist so krass. Da vorne geht es so steil runter. Sie musste gerade sogar absteigen, dass wir da runterfahren konnten. Ja, und so geht das jetzt schon die ganze Zeit. Ha? Gefällt dir gut, gell? Super Sache. Wir haben es endlich geschafft, Leute. Da geht es jetzt hoch auf den Berg. Und ja, es hat einfach mal nur 4-5 Stunden gedauert, richtig beschissen. Wir hätten eigentlich, glaube ich, in einer halben Stunde hierher kommen können, wenn wir den richtigen Weg genommen hätten. Ich glaube, wir schaffen es sogar noch ganz pünktlich zum Sonnenuntergang, was mega nice ist. Und wir hätten mal sehen sollen, wie viele Leute uns vorhin gegrüßt haben überall. Es war so lustig. In den ganzen kleinen Dörfern, wo wir langgefahren sind, die Leute haben rausgeschrien und immer hallo, hallo. Es war total, keine Ahnung, es war schon lange nicht mehr so, dass ich sowas erlebt habe. In Thailand, zum Beispiel der Vergleich, in Thailand sind die Leute ja auch schon immer freundlich. Aber irgendwie wirkt es in Thailand nicht so echt. Ich habe keine Ahnung warum. Aber hier auf den Philippinen, die Leute sind alle so extrem freundlich. So merkwürdig, das hätte ich gar nicht erwartet auch. Aber man sagt ja immer, dass die Inselvölker viel entspannter sind und auch viel freundlicher. Ich bin mal gespannt, wie es auf den anderen Inseln aussieht mit der Freundlichkeit, aber bis jetzt bin ich echt positiv überrascht.
Ja, das war die schnellste Wanderung meines Lebens. Es hat irgendwie 10 Minuten gebraucht und wir sind schon ganz oben angekommen hier. Und das hier ist die Aussicht, die man hat. Ist schon ganz nice. Hier gibt es auch einen Campingplatz. Schaut mal, da drüben ist der Aussichtsbereich. Und hier hat es einen Campingplatz, hier kann man einfach schlafen. Richtig cool. Und wir laufen jetzt hier hinten irgendwo rüber, weil wir irgendwie einen kleinen Berg für uns alleine haben wollen. Und ein paar Bilder machen und so. Wisst ihr Bescheid. It's only getting darker outside. And only the rain is making a noise. But only the silence remains. Anderen kleinen Berg hier gelaufen und hier sind wir ganz alleine und schaut mal, hier mache ich mal wieder eine Timelapse, diesmal mit einem bisschen anderen Motiv und da hinten geht so langsam die Sonne unter, sieht verdammt cool aus, nur wir haben ein Problem, dass wenn wir gleich zurückfahren mit dem Roller, wird es so verdammt kalt sein, wir haben uns auf dem Hinweg, wenn es schattig war, schon den Arsch abgefroren und ja, jetzt wird es gleich richtig übel und ja, wir essen hier noch einen Apfel und ein bisschen Chips, aber ich glaube, wir fahren jetzt gleich wieder zurück. Ist fast komplett untergegangen. Hier hinten sieht man es noch ein bisschen und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum Roller, aber es ist schon so verdammt kalt jetzt mittlerweile. Ich hoffe, wir frieren uns keinen ab, wenn wir jetzt runter zurück nach Moal Boal fahren. Heute ist übrigens der letzte Tag oder die letzte Nacht in Moal Boal und ja, morgen geht's vielleicht schon auf eine andere Insel, aber wir wissen beide noch nicht wohin. Das müssen wir gleich mal checken, wenn wir zurück sind in unserem Bungalow. Guten Morgen Leute, wir sind gerade aufgestanden und ja, ich habe gestern Abend nichts mehr gefilmt, weil wir irgendwie total verfroren hier angekommen sind und es war mega kalt und es ist mir noch kurz was essen gegangen und dann direkt pennen. Ich habe noch ein bisschen Video geschnitten und dann hat die Samantha hat dann schon geschlafen, dann wollte ich nicht mehr groß rumfilmen und die aufwecken. Ja und jetzt sind wir gerade am Auschecken, wir haben gerade unsere Sachen gepackt, es geht nämlich jetzt weiter, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Aber bevor ich das Video beende, wollte ich noch mal ganz kurz eure Spenden erwähnen. Ihr habt mir nämlich schon wieder extrem viele Spenden geschickt, Leute. Der Marcel hat mir 10 Euro gespendet und war selber auch 3 Wochen auf den Philippinen. Mega nice. Und ja, mir gefällt es auch echt richtig gut. Ich bin so überrascht, ich hätte es gar nicht erwartet. Und deswegen werde ich sogar wahrscheinlich mein Visum verlängern. Und ja, so teuer sind die Philippinen auch wieder nicht. Ich hätte es nur irgendwie ein bisschen günstiger erwartet, so für manche Sachen. Manche Sachen sind extrem billig und andere Sachen sind irgendwie ein bisschen teurer. Aber auf jeden Fall, danke dir Marcel für die Spende, Mann. Der Arian aus der Schweiz hat mir knallhart 50 Euro gespendet. Vielen, vielen, vielen Dank dir, Arian. Und ja, Mann, ich mache weiter so und genieße mein Leben. Danke, 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 Mann. Der Robert hat mir 10 Euro gespendet und hat leider nichts geschrieben, aber vielen, vielen, vielen Dank dir, Robert. Die Marie hat mir 1, 2, 3, 4 Euro gespendet. Richtig nice. Vielen, vielen Dank dir, Marie. Und auch vielen Dank für deine Unterstützung. Und ja, ich werde wahrscheinlich echt noch eine Weile reisen, Marie. Ich werde wahrscheinlich einfach mal so drauf weiterleben. Ich bin mal gespannt, wie lange das alles noch gut geht. Ja, und euch allen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für die ganzen Spenden. Mega geil. Der Support ist real. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir auf die nächste Insel fahren. Aber vorher muss ich hier euch in dem Hotel noch was zeigen auf dem nächsten Video, was ganz lustig ist. Ja, ich würde sagen, bis dann und lasst mir auf gar keinen Fall einen Daumen nach oben da und auch auf gar keinen Fall ein Abo. Bis dann, ciao. But
But only the silence remains.